Ganz herzlich begrüße ich euch heute zum Gedanken zum Tagesevangelium. Es ist ein sehr interessantes Evangelium, zum einen der Glaube der frommen Frauen, zum anderen der Unglaube der Soldaten. Und wir können uns auch heute fragen, für welchen Auftraggeber arbeite ich? Ja, mir kam da bei der Betrachtung in Erinnerung die Geschichte von Radio Maria in Polen. Vor 20 Jahren berichtete Pater Tadeusz Rydzyk, der Gründer von Radio Maria in Polen, dass eines Tages Männer mit einem Koffer voll Geld bei ihm aufgetaucht sind. Sie boten ihm viel Geld an, wenn er den Sender ihren Zwecken zur Verfügung stellen würde. Er lehnte natürlich dieses verlockende Angebot ab. Danach begann eine Verfolgungskampagne gegen diesen Sender in Polen. Doch viele Gläubige sammelten Millionen von Unterschriften für Radio Maria. So konnte dieser Sender weiter bestehen und die Botschaft von der Auferstehung Jesu verkünden. Ja, hier Auftraggeber von der dunklen Seite. Im Evangelium hören wir heute von zwei verschiedenen Auftraggebern. Die einen vom Himmel, die anderen von der Hölle. Die einen verkünden uns die Wahrheit. Die anderen Gerüchte und Lügen. Doch wie können wir diese Auftraggeber unterscheiden, gerade jetzt in dieser Coronavirus-Zeit, wo so viele Informationen im Umlauf sind? Denken wir an den bösen Lichtengel, vor dem der heilige Paulus bereits im Korintherbrief die Gläubigen gewarnt hat. Der böse Lichtengel erscheint heute vielleicht als Gentleman, mit Krawatte oder mit Arztkittel und bringt scheinbar sehr glaubwürdig seine Lügen vor. Doch man erkennt den bösen Lichtengel, wenn er sich umdreht an seinem Schwanz. Das heißt, an dem, was danach kommt, an seinen Folgen. Der böse Lichtengel bringt Verwirrung, Streit, Hass und Aufruhr gegen Gott und gegen die Obrigkeit. Die heiligen Engel dagegen, wie heute im Evangelium, bringen Frieden, Freude, Leben und führen uns zu Jesus, dem Auferstandenen. Noch zwei weitere Gedanken haben mich heute im Evangelium sehr berührt. Die Soldaten waren doch die allerersten Zeugen der Auferstehung Jesu. Wie konnten sie bloß so verstockt sein im Bösen, dass sie, obwohl sie die Auferstehung Jesu live miterlebt haben, das Geld dem auferstandenen Heiland vorgezogen haben? Ist vielleicht der Grund darin zu finden, wie Jesus bereits im Gleichnis vom reichen Prasser und dem armen Lazarus erzählt hat, dass diese Menschen, die nicht auf das Wort Gottes hören, sondern ins Irdische verhaftet sind, selbst dann nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Und der zweite Gedanke, der mich auch sehr berührt hat heute, Jesus nennt uns Brüder. Er sagt, geh zu meinen Brüdern. Also, er nennt uns nicht nur Freunde wie vor seinem Tod, sondern Brüder. Ja, aus einer durchbohrten Seite am Kreuz fließen Blut und Wasser. Im Wasser der Taufe werden wir reingewaschen vom ganzen Schmutz der Sünde. Wir werden befreit aus dem Machtbereich des Bösen. Und durch das kostbare Blut in der Eucharistie nehmen wir teil an der göttlichen Familie. So werden wir zu Königskindern, zu Brüdern und Schwestern Jesu. Und Jesus führt uns zu unserem Papa im Himmel. Oh, wie ist das schön. So dürfen wir beten zu Jesus, zu unserem Bruder, auch zu unserem